Hier schauen Sie, Proteine in Pulverform nehmen Bodybuilder zum Muskelaufbau normalerweise in kleinen Portionen. Aber wenn Profi-Esser Furious Pete eines nicht kann, dann ist das kleine Portionen zu sich nehmen. So viel und so schnell ist nur einer. Furious Pete. Ob Butter, Öl oder Eier, der Kanadier stopft alles in seinen Magen. Der Meister aller S-Klassen fordert zum wohl skurrilsten Duell aller Zeiten. Gibt es auf dieser Welt überhaupt einen, der mit seinem Tempo mithalten kann? Das Kampfgericht heute, Proteinbrei. Pete bereitet sich in New York auf das Duell vor. Aktuell hält er über 30 S-Weltrekorde. In den USA ist Wettessen eine beliebte Sportart. Und Furious, der Zornige, ist ein gefeierter Star. Ich bin ein Freak. Von Natur aus besitze ich die Begabung, so viel Essen in mich hineinstopfen zu können. Das ist seltsam. Mit seiner einmaligen Beiß- und Schlingtechnik deklassiert Pete seine verdutzten Konkurrenten. Bei einem Pizza-Wettessen in New York verschluckte der 24-Jährige über 14 Stück in 10 Minuten. Dabei besitzt Pete kein Gramm Fett zu viel. Er hält sich mit Bodybuilding fit. Gute Fitness hilft mir, besser zu atmen. Und gute Atemtechnik hilft beim Wettessen. Ich werde dabei einfach nicht so schnell müde. Pete's Herausforderer kommen aus Sachsen. Im Sportstudio in Marienberg trainieren vier richtig harte Kerle. Ich bin Peter, komme aus Silbitz, arbeite als Krankenpfleger in der Notaufnahme. Mein Name ist Norman Flaschel. Ich komme aus Marienberg. Ich bin Mike, komme aus Zschokau, bin 30 Jahre alt und bin in der Automobilentwicklung tätig. Ich bin Roger, 31 Jahre alt. Beruf? Bauwesen. Pete sendet den Männern per Internet sein neuestes Video. Der Profi ist eine ganze Schüssel puren Proteinbrei, der den Muskelaufbau unterstützen soll. Hey, ihr da drüben. Jetzt wollen wir mal unsere Muskeln aufpumpen. Und dafür brauchen wir Proteine. Der Typ hat so einen am Latsch, zu Deutsch gesagt. Dieser Typ ist definitiv verrückt. Es riecht nach Erdnussbutter und ich liebe es. Einfach rein damit. Etwas Wasser dazu, genau so. Just like that. Oh yeah. Das macht mich crazy, weil ich gleich so viele Proteine zu mir nehmen werde. Vor Pete ist sicher keiner auf diese Idee gekommen. Er will mit 900 Gramm Proteinpulver, in Wasser gelöst, einen neuen Eiweiß-Weltrekord aufstellen. Das wird nicht einfach sein. Nehmen die Jungs das Duell an? Ja, no risk, no fun, ich probier's. Das muss man einfach schlagen. Also wir probieren's. Jungs! Christian Gerlach überwacht das Wettessen. Der Fitness-Weltmeister bricht sofort ab, wenn ein Kontrahent sich zu viel zumutet. Die Jungs stellen sich dem Wettkampf auf eigene Verantwortung. Wir schaffen's! Also lecker ist definitiv was anderes, aber wir werden's versuchen. Auf die Plätze! Fertig! Los! No Face ist der Mutigste und fängt als Erster an. Steckt in dem Ostdeutschen ein talentierter Wettesser? Der Kraftprotz will zuerst eine Schüssel mit 500 Gramm Proteinpulver löffeln. Das ist grauenvoll. Der Brei mit Zitronengeschmack klebt No Face den Mund zusammen. Ich hasse diesen Sport. Trotz früher Aufgabe, so viele Proteine auf einmal hat vor No Face in Deutschland noch niemand gegessen. Ich muss dann mich übergeben, denke ich, wenn ich weitermache. Das ist grauenvoll. 350 Gramm Proteine in etwas über 3 Minuten. Deutscher Rekord für No Face. Für eine Profikarriere in den USA hätte das allerdings nicht gereicht. Jeder hat seine eigene Technik und von Natur aus unterschiedliche Münder. Was für einen das Beste ist, soll jeder selbst herausfinden.
figures out whatever is the fastest way for them. Pete kann große Brocken schlucken, ohne zu kauen. Er besitzt von Geburt an keinen Würgereiz. Diesen Geburtsfehler entdeckte Furious erst vor 4 Jahren. Meine Muskeln wachsen. Pete, wir sehen uns. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wie bei richtigen Profi-Wettessen legt Elvis eine Höllengeschwindigkeit vor. Hat der Sachse uns etwa sein Talent verschwiegen? 500 Gramm in 2 Minuten 45. Man muss sich konzentrieren. Also jetzt zumindest muss ich mich konzentrieren. Man ist voll bis oben. Und das so dickflüssig ist. Boah. Nee, also. Ein halber Liter ist bereits im Magen. Mit 400 Gramm Nachschlag hätte Elvis genauso viel wie Pete in der Schüssel. Geht da noch was rein? Ich glaube, wenn ich das weiter esse, ihr wollt nicht sehen, was dann passiert. Pete! Dennoch schlägt Elvis seinen Freund No Face und stellt einen neuen deutschen Rekord auf. Und wie geht es Pete? Es ist wie ein Orgasmus. In kurzer Zeit kann Pete bis zu 10 Kilo Essen in sich hineinstopfen. Bei Proteinen macht er lieber eine Ausnahme. 900 Gramm. Yeah. Weltrekord, versteht sich. Bei Roger siegt die Vernunft. Ich kneif heute, okay, ja, genau. Tut mir leid. Los! Los, Mike, komm, komm! Gibt es denn keine Wettesser in Deutschland, die ins Profi-Business einsteigen könnten? Vielleicht ist Mike das deutsche Nachwuchstalent. 500 Gramm in 3 Minuten und 40 sind spitze. Ich glaube, das reicht. No risk, no fun. Schon vergessen, Mike? Noch 400 Gramm Proteine mit Schokogeschmack. Letzten Löffel. Ja. Turbo Mike gibt den Kampf nicht auf. Ist er Deutschlands bester Esser? Ja, man verspürt halt einen leichten Würgereiz, aber habe ihn erfolgreich unterdrückt. 900 Gramm Proteine in genau 6 Minuten und 4 Sekunden. Turbo Mike setzt eine denkwürdige Bestmarke in Deutschland. Er benötigte gerade mal gute 2 Minuten mehr als Großmeister Furious Pete. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Unser Rat: auf keinen Fall nachmachen.